So macht ihr den Hintergrund. Herzlich willkommen im World Wide Web bei Sascha trifft ... im Gartenhaus. Nee, heute ist Strich durch, nicht im Gartenhaus. Heute bei Fabian Kirschen, bei Kirschenstuck, Putzstuck und Trockenbau in Irsch. Diesmal ein Außentermin, weil wenn man mit drei Menschen was macht, dann muss man einen Außentermin machen. Man muss entsprechende Abstände einhalten können. Und das kann man in meinem Gartenhaus nicht. Und im Übrigen ist das hier eine staubige Sache. Deswegen herzlich willkommen bei Sascha trifft ... heute in Irsch. Fabian Kirschen, Julius Lillich, ein Meisterschüler im Putz- und Stuckateurhandwerk. Das habe ich ja richtig gesagt. Genau. Ja. Genau. Und der Fabian ist natürlich schon Meister und Chef von dem Laden, gell? Genau, seit 2019. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, schauen wir mal, was uns den Abend so bringt. Und welche Gespräche, Fabian? Jetzt darfst du dich noch mal kurz vorstellen, bitte, und dein Betrieb, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich bin Fabian Kirschen aus Irsch, ich bin Stuckateurmeister. Ich bin, wie eben schon gesagt, seit 2019 Geschäftsführer von unserem Familienbetrieb in dritter Generation. Oh, schön. Genau, und wir sind halt 12 Mann, auch jetzt mit Meisterschüler und ja, ich helfe Julius dann halt auch öfters mal wie heute hier Stuck ziehen, üben für die Meisterprüfung. Der erste Zuschauer hat schon einen Kommentar geschrieben. Michael Eiden aus Grimburg, herzlich willkommen, schön, dass du zuschaust. Michael, wir haben ein Mikrofon oben auf der Kamera. Vielleicht kannst du ein bisschen für uns darauf achten, ob der Ton gut ist oder nicht. Wenn er nicht gut ist, dann sagst du Bescheid. Ich muss mich immer so ein bisschen bücken, damit ich eure Kommentare auch sehen kann. Aber ich glaube, das kriege ich mal hin. Und ansonsten, Julius, habe ich direkt mal so ein paar Fragen an dich. Gerne. Du bist 21, hast du gesagt, oder? Genau, 21 Jahre. Du hast, ja, wie nennt man den Beruf, den man dann so erlernt? Dann umgangssprachlich würden da doch noch viel Gipser, Verputzer geschimpft oder gesagt. Ich kenne uns gerne Stuckateur, so ist auch die offizielle Berufsbezeichnung. Stuckateur. Und das Stuckateur. Ist der Beruf, den man heutzutage auf der Baustelle trifft. Noch das, was man heutzutage macht. Und dann bist du Geselle. Genau. Und ja, und dann hast du dich entschieden, Meister zu machen. Genau. Wie kommt auf die Idee? Ich bin persönlich durch meinen Onkel dazu gekommen, zu der Idee, einfach eine Weiterbildung zu machen, weiter mich zu qualifizieren, auch wenn ich schon nicht wirklich weiß, was ich mit meinem Meister später machen soll oder was ich damit letztendlich mache, einfach in den jungen Jahren sich weiterzubilden, sich besser verkaufen zu können und ja. Erfahrungen zu sammeln. Gibt es vom Geselle bis zum Meister, muss man da eine Mindestzeit absolvieren, dass man sagt, okay, ab jetzt kann ich mit der Meisterschule anfangen oder kann man da direkt nach der Geselleprüfung machen? Soweit ich weiß, war das früher mal so, dass man da eine Mindestzeit holen musste. Mittlerweile ist es nimmer. Wobei ich sage, auch wenn ich direkt nach dem Gesellebrief damit anfange, bis ich letztendlich fertig bin, berufsbegleitend bin ich ja dann doch noch eine Zeit lang auf der Baustelle und sammle dann währenddessen meine Erfahrungen. Genau. Also so ein paar Dinge weiß ich natürlich schon. Ich frage es trotzdem so immer aus der Sicht auch der Leute, die das nicht so vielleicht wissen. Auch die meisten, die Zuschauer wissen das vielleicht, aber eben manche eben nicht. Und deswegen, Julius, und wenn man dann sich entscheidet, Meister zu werden, du hast gesagt, berufsbegleitend, kann man das doch in Vollzeit machen? Ja, die Möglichkeit wäre auch in Vollzeit. Ich müsste lügen, ich weiß nicht genau wo. Ich glaube, ich habe damals in Heilbronn gemacht. Heilbronn? In Heilbronn war ich ein Jahr nach Heilbronn und war halt ein komplettes Jahr in der Schule, Handwerkskammer und alles mögliche und habe dann die Prüfung nach einem Jahr dann gemacht. Muss man das dann selbst zahlen? Ja. Du hast ja ein Jahr kein Gehalt, ja. Weil du gehst nicht arbeiten. Vielleicht hast du jemanden, Firma, die dich unterstützt, okay, kann ja, ja sein. Aber ansonsten prinzipiell erstmal kein Gehalt. Nee. Gibt es den Meister-BAföG? Es gibt einen Meister-BAföG, aber den ist nicht so wie den anderen BAföG, wie man kennt. Den muss man zum Teil auch zurückbezahlen. Okay, und die Meisterschule, du musst die Schule auch bezahlen? Genau, die Meisterschule, also die Schule muss man bezahlen, die Prüfung muss man bezahlen und halt den ganzen Verdienstausfall. Ja, da ist schon einiges verdammt. Ja, weil was kostet so Spaß, wenn man das in Vollzeit macht? Oh, da kann ich jetzt gar nicht, so genau sagen. Nee. Weil ich sag mal, Studium, du zahlst Semestergebühren, du wärst ja, sag mal, das wären ja zwei Semester, richtig? Theoretisch von der Zeit her. Ja. Und ja, man hat Studiengebühren oder auch nicht. Das ist wesentlich teurer, Meisterschule. Ja, ja.
Also vorhin hat er immer alle Viertelstunden geschnitten und jetzt ist der, hat er sicher mitgekriegt, dass man stimmt alle von dem Mitbewerber, der jetzt da am Schneiden ist. Egal. Also alles selbst bezahlen. Ja. Das wäre aber auch nicht schlecht, wenn man da ein bisschen den Leuten noch entgegenkommt. Gibt es da Pläne seitens des Handwerkes, dass man auch die Politik ein bisschen Druck macht, dass die Meisterschulen in Vollzeit zumindest schon mal, bevor wir zu den Berufsbegleitern kommen, irgendwo finanziell eher, ich sag mal, unterstützt wird? Davon weiß ich nichts. Okay. Hab ich schon nichts gehört. Das wäre ja was, wo man in der Politik sagen müsste, ja. Da müssten die Meisterschüler aus meiner Sicht, wenn man will, dass das Handwerk, dass die Ausbildung überhaupt noch mal mehr angenommen wird, müssten wir gucken, dass die Meisterschule aus meiner Sicht, da zahle ich jetzt mal in Blaue rein, ohne dass wir uns im Detail jetzt drüber unterhalten, aber da, ich sag mal, dem Studium gleichgesetzt wird, dass die Kosten dafür betrifft. Genau, auch mit dem BAföG. Den einen muss komplett zurückzahlen, den anderen Teil, den einen gar nicht zurückzahlen, das könnte auch gleich gemacht werden. Ja. Da wäre dann gerecht für alle. Julius, und jetzt nochmal zu dir, du machst das berufsbegleitend, das kostet dann die Meisterschule trotzdem Geld? Genau, das wird ähnlich sein wie zu dem Vollzeit. Ich werde alles bezahlen müssen über Meisterprüfung, über die Lehrgänge, über die Abendschule letztendlich und auch über das Werkzeug, beziehungsweise das Werkzeug muss ich natürlich selber stellen und noch Material, das wollte ich eben sagen. Das muss ich natürlich auch bezahlen, also den Stuck gibst, den Stuck, den man hier verarbeitet oder was sonst noch kommt. Hast du ungefähr einen groben Rahmen, was man da so rechnen muss, bis man Meister ist, wie viel Geld man da investieren muss? Kann ich ehrlich gesagt nicht so gut sagen, nee. Okay, und wie lange dauert das berufsbegleitend? Also ein Jahr ist klar? Ja. Ich muss sagen, ich selber habe jetzt ein bisschen gedrückt, das Ganze. Ich habe 2 Jahre die Fachtheorie gemacht. Ja. Und ein Jahr theoretisch, wobei ich ja zusammengelegt habe, ein Jahr dann den betriebswirtschaftlichen Teil und mache jetzt nachher zusätzlich dann die Praxis und den Ausbildereignungsschein noch hinterher. Okay. Theoretisch würde man aber sagen, es wären 3 Jahre die Praxis und den Ausbildereignungsschein. 3 Jahre, super. Man weiß Bescheid. Vielleicht kannst du sicher ganz klein wenig lauter sprechen. Während der da immer am Schneiden und sage, was du gerade vorbereitest. Wir haben gesagt, der Julius zeigt so ein bisschen, was man in so einer Meisterprüfung machen muss. Und vielleicht kannst du da, ich glaube, da kann keiner besser jetzt wie du, erkläre, was man jetzt heute vorhat und ob das Teil der Prüfung ist, beziehungsweise der Ausbildung. Das ist auf jeden Fall Teil der Ausbildung, das ist auch schon Teil der Stuckateursausbildung, also der Gesellenausbildung letztendlich. Ja. Und ich werde jetzt heute hier einen Stuckstab ziehen, oder zumindest einen Teil von dem Stuckstab ziehen. So, jetzt gehen wir beten. Geht an den Kirsch? Jawohl. Dann bitte. Wir haben Abstand entsprechend. Dankeschön. Für die Abwesenden. Ihr kommt jetzt alle im Internet. Ihr seid jetzt quasi weltweit bekannt. Wir sind live. Sind wir live? Also mir ja. Ihr wart live und jetzt nur noch zu hören. Und an der Hand. Alles gut. Alles gut. Die Christiane Kirsch hat gesagt, Supi. Wir beten um Vater unser. Ja, bitte. Betet für uns mit. Jawohl. Und habt viel Spaß. Jawohl, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, dann ist live, Fabian. Und ihr seid noch hergestellt nach dem Zimmer in eine halbe Stunde. Ja, wir machen also eine Stunde, brauchen wir bestimmt. Ja. Wobei, wir haben ja auch schon 8 Minuten rum. Ach so, das war das live, genau. Ja, sicher. Ja, die Christiane Kirschen guckt uns zu. Wo ist Christiane? Ja, heim Computer. Hi drin, laut drin ist sie. Nee, hi im Computer. Jetzt guckt der Oma. Am Computer? Ja. So, ihr müsst. Tschö, wir machen weiter. Macht ihr weiter, schafft ihr nach. Ja, Fabian, dann ist ja mal live. Ja. So. Weil wir jetzt so schön in der Woche wurden, bin ich auch schon ein bisschen weiter. Ich habe jetzt Stückgips angemacht und werde damit jetzt anfangen, einen Stuckstab zu ziehen. Ist da ein Unterschied zwischen normalem Gips und einem Stuckgips? Ja, auf jeden Fall. Den Stuckgips bindet wesentlich schneller ab. Ja. Und hat fast kein Korn, hat ein minimales Korn. Und dadurch wird halt eben mit dem Metallprofil letztendlich der Gips geschnitten, kann man fast sagen, in die passende Form. Und wird dann noch relativ schön glatt. Okay. Genau. Ja, der wird hart. Jetzt schneide alle 2 Minuten. Ja. So, du hast jetzt dieser Gips, der hat ja jetzt eine Konsistenz. Ich würde jetzt sagen, wie Nutella, wenn ein bisschen warm ist. Das dürfte passen, ja. Das wird sich aber gleich noch ändern. Wie gesagt, ist relativ schnell. Wird ja angefangen abzubinden und wird dann relativ schnell hart. Also das ist relativ kurzweilig das Ganze.
Ja, im Gartenhaus ist es ein bisschen ruhiger, da wir aber zu dritt sind und wir müssen ja theoretisch haben wir hier so die Mikrofone mit Funk, aber zu dritt geht das, weil wir haben nur zwei Funkmikrofone, deswegen haben wir das auf der Kamera und haben eben gesagt, passt mal ein bisschen auf. Seid ihr in Rheinzelt, das Sägengeräusch kenne ich doch, Sabine Größer. Nee, Sabine Größer, wir sind in Irsch, in Irschsaar, in der Gartenstraße 13, beim Fabian. In der Halle quasi direkt unter dem, wie sagt man, Rheintor. Also genau, alles offen außen, deswegen ist das zu laut. Aber Corona-mäßig lassen wir natürlich alles offen. So, du hast jetzt das übereinander gekippt. Genau, und eine Ausbildung zum Stuckateur gehört auch zum Beispiel dazu, so Schablonen zu bauen. Das heißt, man kriegt dann so ein Stück Metall. Hast du gerade noch einen hier? Eine Schablone? In einer Sekunde. Ja. Genau, das ist hier aus so einem Metall. Muss man sich dann aufreißen, wie man das Stück haben will. Ja. Und dann schneidet man sich das halt aus. Ah ja. Baut dann zusammen. Und da kann man auch halt jede x-beliebige Form halt machen, wie man halt will, was für Stückprofil man an der Decke haben möchte. Und baut dann halt zusammen komplett als Schablone. Das lernt man auch noch als Stuckateur. Ja, ich habe, als ich eben kam, du hattest doch schon so ein Stuckstab, hast du eben gesagt, fertig. Genau, Sekunde. Ja. Und dann habe ich, als er mir das gezeigt hat, hat er gesagt, gut, dass ich das am Sonntag noch gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, Julius, Entschuldigung, unser Julius heißt auch Julius. Dann habe ich gesagt, wie, das kauft man doch fertig. Dann hat er gesagt, nein, also ein richtiger Stuckateur macht so ein Teil hier aus diesem Material, wenn dann ausgehärtet ist, quasi fertig. Und das ist das, was man an der Decke oder in der Hälfte oder so macht, was nachher schön aussieht. Und das wusste ich also bis heute wirklich nicht, dass das aus, ich sag mal, Stuckgips gemacht wird, was ja jetzt sich vom Namen her erschließt. Aber das wusste ich nicht und Hut ab. Ja, und das ist aber doch richtig viel Arbeit, oder? Macht das heute noch wirklich jemand? Ja, wird auch gut gemacht. Vor allen Dingen in Kirchen oder so, ja, okay. wo sag ich mal, die Stuckdecken kaputt sind. So, jetzt pass auf, ganz kurz. Zeit ruhig weiter, ich bin... Ah ja, nee, nur, dann genau, musst du die so Leute mal... Hier passiert was, das ist wichtig. Ja, soweit bin ich noch nicht. Also in Kirchen, aber daheim macht das. Doch, auch noch. Gibt auch noch Privatleute, die legen halt Wert darauf, damit sie halt noch echten Stuck haben. Und vor allen Dingen, sag ich mal, in Kirchen oder so, wo so ein Stuck kaputt ist, dann kann man dann hingehen, man misst halt den Stück aus, ja. Und kann die Schablone selber machen und dann zieht man sich selber auch mal noch so ein Stück Profil selber für halt auszuflicken, aber auch für wirklich bei Privatleuten haben wir halt auch schon gemacht. Genau, okay, also wenn ich jetzt mein Wohnzimmer, sagen wir mal, ein Stück, wenn ich das noch will, gibt ja Leute, die haben das gern, ja. Dann, ja, wenn du da nur ausreparieren musst, dann das macht ja dann wirklich Sinn. Aber dann fängst du an mit den Schablonen, dann wirklich die nochmal von Hand zu machen, oder? Genau, genau. Es gibt auch, sag ich mal, schon Firmen, die haben sich spezialisiert darauf, extra Stück fertig zu machen. Das heißt, wenn jetzt ein Neubau ist und man will echt ein Stück reinhaben, dann kann man auch aussuchen, was man möchte und kriegt das, sag ich mal, meterweise angeliefert. Ja, ja. Ist halt kostengünstiger, wie man es selber noch zieht. Ja, ist okay, aber um dann handwerkliche Geschick, ich sag mal, auch zu erlernen, ist es ja schön, wenn man lernt hat. Ja. Wir haben ja in der Schule auch immer Sachen gemacht, wo man gesagt, brauchst du im Leben nicht mehr, das stimmt, aber das hat ja dazu beigetragen, dass man gewisse Fähigkeiten erlernt hat und dafür muss man auch Grundfähigkeiten kennen. Genau. Ich habe ja selber mal einen Handwerksberuf gelernt, aber der hieß damals Fernmeldehandwerker, Kommunikationselektroniker. Das hat natürlich mit euch wenig zu tun, aber trotzdem, mir hat die auch eigentlich alles, was man, ich sag mal, wo man wirklich eigentlich nur getauscht hat, haben wir Sachen noch repariert. Ja. Bei der Post, bei der Telekom. Ja. Ja. So, und du machst jetzt immer wieder eine neue Schicht da drauf und ziehst es ab. Genau, und als erstes baut man so einen Grundkern auf, man zieht es ab und nachher sieht man auch so schön, eben war der richtig flüssig, wie er anfängt steif zu werden. Und das macht man jetzt mehrere Schichten übereinander und nachher macht man noch eine ganz feine Schicht drüber, zieht das ab für den Schluss, dass sie den schönen glatte Oberfläche zu bekommen. Jetzt stellt sich mir als Laie die Frage, jetzt ist es gleich wieder fertig, Gott sei Dank, wie schaffst du das, dass da kein Luft reinkommt? Dass du nachher nicht, weißt du, dass das auch insgesamt stabil ist. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du da jetzt was drüber ziehst, hast du da so ein Luftloch und dann ist das, ich sag mal, instabil oder so. Dafür muss es halt flüssig genug sein, dass man immer schön mitzieht und damit dann in die Löcher wieder reingemacht wird. Ja.
Ja, wir kriegen die ersten Zuschauer schon draußen an Hall. Ich guck mal, Fabian, noch mal, ob wir neue Kommentare haben. Nee, haben wir nicht. Tachchen. So, wir sind gerade live bei Facebook. Der Präsident vom Karnevalverein kommt gerade mal vorbei und schaut uns von hinten über die Schultern. Ja. Corona-gerecht in der Hall, Tor auf. Deswegen kann uns jeder sehen und hören. Und wir hören auch alles, was draußen ist. So. Ja, dann... Habe ich hier die nächste Ladung vorbereitet. Die nächste Ladung? Ja. Okay, das heißt? Also nochmal eine Ladung Stück gibst, um das Ganze aufzufüllen. Ja. Rühre das Ganze jetzt um. Das heißt, du kannst gar nicht so eine Portion vormachen, sondern wirklich, du musst immer, weil es so schnell abbindet. Genau. Also mache ich immer mit kleinen Mengen an. Auch wieder relativ flüssig, um das Ganze dann wirklich dann die Löcher zu füllen. Und das Ganze schön aufeinander zu. Also man hört euch wirklich auch hinter der Kamera komplett. Wollt nur sagen. Das ist vielleicht gut. Nicht, dass ihr irgendwas sagt, was keinen hören darf. Das ist nur dazu. Ja, das ist jetzt wie Wasser. Darf ich da mal mit rein zu drücken? Dann sieht ihr jetzt aus wie so ein Quark. Ja, das hat doch schon Konsistenz, würde ich sagen. Der bindet wirklich schnell ab. Und jetzt gieße ich dann wieder immer Stück für Stück. Immer wieder ein bisschen was drüber, versucht die Löcher damit zu schließen. Ja, ja, dann damit ist meine Frage schon mehr oder weniger von eben überholt. Siehst du, da ist, wenn man kein Geduld hat. Bei größeren Profilen würde man Gewebe oder ähnliches einlegen. Ja, okay. Weil halt die Stabilität dann wirklich irgendwann. Genau. Das ist doch schön. So, jetzt haben wir jetzt. Was gehört denn noch zu dem Meister, also ich sag mal, um Meister im Stuckateurgewerbe zu Handwerk zu werden, machst du ja nicht nur so Stuckleisten. So, was kann ich denn unter Stuck noch verstehen? Ja, der Stuckateur ist eigentlich ziemlich vielseitig. Also das ist ja nicht nur Stuck, das ist ja nicht nur Gips. Als Stuckateur, das ist eigentlich ziemlich breit gestreut. Also man macht ja Trockenbau, man macht Brandschutz, man macht Dämmung, Außendämmung, Innendämmung, man macht Innenputz, Außenputz. Das ist so ein Riesenfeld als Stuckateur, was man da hat. Und das ist halt das Schwierige, sag ich mal, in unserem Beruf, damit man auch so breit aufgestellt ist und das ganze Wissen von allen Fachbereichen auch hat. Naja, du warst ja auch schon mal bei uns im Haus, dann habe ich da einen Teil gezeigt, im Keller zum Beispiel. Dann habe ich gesagt, guck mal hier, Fabian, die Wand da ist auch ein bisschen feucht. Und das sind doch so Dinge, wo die Leute zum Verputzer, zum Stuckateur kommen und sagen, das sind so die Probleme. Oder hier haben wir eine Wand, die ist jetzt, da ist ein Tapet drauf, da hätte ich gerne schöne Nägelputz. Genau. Nägelputz ist ja so Reibeputz oder Kelleputz oder was da alles gibt. Gell? Ja, das ist, Kelle, also das sind ja eigentlich wieder eher Außenputze. Kann man zwar drinnen auch machen, aber sind für drinnen nicht mehr so gut geeignet, weil die Oberfläche wieder zu viel abgedichtet ist. Drinnen geht man eher hin und holt dann einen Kalkputz, einen Filzputz oder so, macht die halt für innen rein. Also ich habe damals, als wir außen verputzt haben, das ist schon ungefähr 25 Jahre her, da hatte der Kollege von mir, der war Verputzer, und da durfte ich den ein bisschen aufziehen. Der hat natürlich mit der Kelle dann schön, in dem Fall, schöne Struktur reingerieben. Und da hatte mir ein paar Säcke übrig. Und dann haben wir gesagt, den machen wir im Wohnzimmer auch. Ja, wird auch öfters gemacht, aber der ist eigentlich für ausgedacht. Der ist zu viel abgedichtet für die Wand. Also macht eigentlich wenig Sinn. Was heißt abgedichtet? Die kann die nicht atmen oder was? Ja, die kann schon atmen, aber die ist nicht so diversionsoffen wie ich bei einem reinen Kalkputz. Ja, okay. Und die sind halt wieder besser für innen gedacht. Der Kalkputz, der kann wieder die Luft aufnehmen, abgeben, der reinigt die Luft auf und ist dadurch auch viel hochwertiger und besser gedacht für innen. Genau, das haben die Kollegen von der Firma Gebrüder Thielenbau, die hatten nämlich, die schaffen auch viel mit Kalkputz, glaube ich. Der hat gesagt, der ist sehr, ist nicht nur umweltfreundlich, hat er gesagt, sondern er ist auch atemklimafreundlich, also im Innenraumklima. So hat er das erklärt. Ah ja, das ist bestätigt. Das, ja. Jetzt hole ich das hier mal weg, dass die Leute auch so ganz klein wenig sehen können, wie das da wächst. Das ist ja schon jetzt. Und ich habe nochmal, ich habe eben gefühlt, das hat schon eine gewisse Härte bekommen. Ja, Trockenbau, das hat ja dann so eher mal gar nichts mit so mit nass oder so zu tun, das ist nämlich trocken. Ja. Ich beneide immer die Verputzer. Verputzer darf man ja sagen. Ja. Ja, wie habt ihr dann, wie hört ihr dann gern? Ja, eigentlich Stuckateur. Ah, ja, ich beneide immer die Stuckateure, wenn sie verputzen.
Genau. Ich bin mitleidig immer, weil ihr habt ja wirklich, ja. Ich sag mal, im Bau, ihr seid ja meistens dann, wenn die Heizung nicht drin ist, oft da. Ihr seid da außen, wo gar keine Heizung ist. Ja. Ihr seid da bei 30 Grad, wie die Dachdecker. Aber ihr seid auch da bei minus 5 Grad. Wobei, dann ist außen sicher schwierig, aber ja, bei 5 ja. Grad und im Hochwald die Luft geht, da seid ihr auch draußen. Das ja, ist schon das ein ist Knochenjob. Wie minus 5. Ja, das ist ja schon ein Knochenjob. Also das ist schon... Ist ein Knochenjob, das muss man schon sagen. Aber ihr habt jeden Abend natürlich euer Tagwerk vor Augen und seht das. Und das ist etwas, genau, wo ich sage, was man gemacht hat. Das finde ich insgesamt am Handwerk ja auch gut. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde vielleicht heute, wenn ich noch mal ganz jung nach der Schule wäre, ich würde vielleicht in den Schreinergewerbe gehen. Das würde mir vielleicht ein bisschen Spaß machen. Aber auch da sieht man im Handwerk wenigstens, was man gemacht hat. Ja. Und das ist doch auch etwas, was Berufszufriedenheit bringt, wenn man sich für so einen Beruf sowieso entscheidet. Ja. Ja, und sag mal, als Stuckateur ist halt auch mal schön, wenn man so alte Häuser hat, so wirklich, die wirklich schon 100 Jahre alt sind oder so. Und die sollen nachher nochmal so aussehen wie vor 100 Jahren. Und das ist halt was ganz Spezielles, weil ein altes Haus ist, jedes Haus ist anders wie das eine ja, und das ja, andere. Ja. Und das macht halt wirklich Spaß, den Putz nochmal komplett neu zu machen. Da kommen Sachen, mit denen man nicht rechnet und so weiter, aber das ist halt das, was wirklich als Stuckateur noch Spaß macht. Ich meine, so ein Einfamilienhaus, normalen Innenputz und so weiter, ich sage einfach mal, das kann jeder, aber so ein altes Haus, das ist wirklich was Spaß macht. Ja, okay. Julius, ich guck noch mal ganz kurz, ob es Fragen gibt. Die Gertrud Motte sagt, super, Werner Welding, viel Spaß, jetzt hat man nur meinen Hintern gesehen. Auch Lehmputz, fragt die Christiane Kirschen. Ja, natürlich auch Lehmputz. Den macht ihr auch. Ja. Warum lachst du jetzt so? Hat die das gewollt? Nee. Okay. Ja, Lehmputz, muss man halt dazu sagen, Lehmputz ist nochmal viel hochwertiger wie ein Kalkputz. Ja. Der Lehmputz kann viel, viel, viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen wie ein Kalkputz. Ist aber auch zum Beispiel für in Duschen oder in Nassbereichen halt nicht geeignet. Ich sage mal, perfekte Kombi ist immer ein Lehmgrundputz und man macht dann einen Kalkoberputz drauf. Kalk ist alkalisch, das wirkt gegen Schimmel, reinigt die Luft und hat die feuchte Pufferung vom Lehmputz nochmal hinter dem Filzputz. Ja, okay, verstehe. Das heißt, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo ich sage, jeder versucht sich vielleicht ein bisschen Geld zu sparen daheim, der geht in den Baumarkt, kauft sich einen Sack Gips, zieht den irgendwo für die Wand gerade zu kriegen. Ich sage mal, ja. Das kriegt der eine oder andere für seinen optischen Anspruch noch hin, aber dann hat er vielleicht auf die Wand, für den Raum, das komplett falsche drauf geklebt. Ich sage das jetzt bewusst so, despektierlich geklebt, weil das ja nicht wie bei euch verputzt ist, dafür muss man ja so Beruf lernen, sondern der hat das da drauf geklastert, der ist vielleicht zufrieden, aber irgendwann fängt an zu schimmeln, zieht genau. Wasser oder sonst was, oder im umgekehrten Fall, wie du da eben beschrieben hast. Ja, es gibt halt, sag ich mal, beim Selbermachen drin halt viele Dinge, die man falsch machen kann. Eine Zeit lang war das ja ganz modern, auch Styropor innen reinzukleben. Man hat dann dahinter wieder Luft, dahinter entsteht Schimmel oder gibt ja noch die gibt's Kartonplatten, wo direkt die Dämmung dahinter ist. Ja, genau, die werden mit gepunktet dahinter. Das ist alles nicht richtig. Dann zieht die Luft hinter der Dämmung durch. Das lässt man besser vom Fachmann machen. Ja, dafür gibt es dir. Aber weil du sagst, ich gehe jetzt mal da durch, ich gehe einmal mit einem, wir sind ja heute ohne Techniker, dann haben gesagt, irgendwann müssen wir begrenzen, jetzt gehe ich mal ein bisschen näher dran, damit die Freunde zu Hause auch mal sehen, wie das Gewitter gewachsen ist. Julius, man kann alles schön sehen. Guck mal auf deinen Bildschirm. Das freut mich, ja. Und dann haben wir noch ein bisschen Werbung für die Firma da im Hintergrund gemacht, die ist natürlich nicht regional. Kannst du noch mal einmal da drüber gehen mit deiner Schablone? Dann gehe ich schon mal nah dran und dann gehst du mal, sag's mal wann. Gerade bei solchen Arbeiten hier ist es halt sehr wichtig, auch wenn es nicht so aussieht, auf Sauberkeit zu achten und das Ganze immer, gerade das Profilblech hier vorne, mit dem letztendlich den Gips geschnitten wird, sauber zu halten, um dann ein gutes Ergebnis letztendlich rauszuhaben. Ja, ich bin wirklich begeistert. Also bis ich hierher kam, wusste ich nicht, dass man sowas hier selbst macht. Und dass das in Anführungsstrichen so schnell so hart wird und dass das von so flüssig so hart wird,
Ja, ich sage das, wie ich das jetzt so erlebe. Und das ist schon interessant. Gut, dass wir heute nicht im Gartenhaus sind und du nicht nur so was mitgebracht hast, sondern dass wir wirklich auch mal hinten live sehen, wie das da gemacht wird. Und was macht man jetzt in der Meisterprüfung? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne noch meine Geselleprüfung. Da war ein Telefonanlage, da war ein Fehler drin, da mussten wir die suchen und dann war die irgendwann eine Art, die funktioniert. Und bei euch, wie sieht da so eine Meisterprüfung aus im praktischen Teil? Letztendlich ist bei uns im praktischen Teil auch wirklich dann so eine Geschichte, so eine Situationsaufgabe, wo wir irgendwelche Schäden im Putz finden müssen und beschreiben müssen, wie die entstanden sind und wie sie letztendlich dann auch nochmal zu reparieren sind. Ja. Und als wirklich als praktisches Stück werden wir später eine Säule anfertigen. Wie die selber aussieht, wissen wir dann im Moment auch noch nicht. Wir müssen die letztendlich komplett als Mappe kalkulieren, zeichnen, alles, was drumherum gehört. Also wirklich wie, als würden wir selbst als Firma für Familie kritisch, für wirklich jemand kritisch das Ganze herstellen. Und also so eine Stucksäule dann? Genau, eine Säule. Ja. Wahrscheinlich ist im Moment im Gespräch dann eine indirekte Beleuchtung oder was, dann noch mit einzubauen. Und weiß ich selber noch nicht, dann werde ich mich überraschen lassen. Na, ist okay, klar. Das heißt, du, dadurch, dass du das weißt, kannst du dich auch nicht großartig auf eine Sache vorbereiten. Könnte alles sein, theoretisch immer. Genau. Ah ja. Gut, so eine Säule wird jetzt heute von heute auf morgen gebaut. Also wir haben noch abends noch Zeit, darüber nachzudenken. Und noch diese Kalkulation dazu müssen wir natürlich auch privat zu Hause machen. Ja, aber letztendlich... Aber vielleicht noch für die Zuschauer draußen, die da dabei sind oder zuhören, vielleicht stellt sich, also ihr habt erstens übrigens selbst die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Das ist schon mal wichtig. Der Holger Hartl schreibt zum Beispiel, Stuckprofile ziehen ist eine echte Handwerkskunst. Ja, Holger, hast du recht, ich sehe gerade, das ist wirklich eine Handwerkskunst. Und dann Ruth Wendorf Blau, Daumen hoch. Also wenn ihr Fragen habt, stellt es auch bitte da rein. Dann können wir, also Julius, ich kann sie nur weitergeben, der kann sie beantworten. Nur damit die Leute mal Gefühl haben, wenn du deinen Meisterbrief machst oder die Meisterschule, du sagst berufsbegleitend. Fabian hat ein Jahr gesagt, okay, Break, ich mach das nur, du machst es jetzt berufsbegleitend, rund 3 Jahre. Dann gehst du morgens, wann fangen wir hier an? 7, 6? Wir fangen um 7 Uhr hier an. 7 Uhr an und seid dann werde fertig? Und gegen 15.30 Uhr dürfte, ja. 3:30 seid ihr, sagen wir mal, jetzt wieder in der Halle, auf dem Lager oder wo auch immer. Und dann habt ihr erstmal Feierabend, theoretisch. Dann ist man auch kaputt, wenn man auf dem Bau arbeitet. Ist ja so. Und dann gehst du dann auf der Handwerkskammer? Ja, beziehungsweise, also ich habe jetzt eine Zeit lang dann wirklich im Abendformat das Ganze gemacht, dass ich halt eben danach mit das noch nach Saarbrücken gefahren bin, wirklich von hier aus. Ja. Weil ich halt im Saarland die Ausbildung mache, muss ich auch sagen. Ach ja, Saarländer. Genau. Ja. Das haben wir die ganze Zeit zurückgehalten. Ja, gut. Nee, alles gut. Ist jetzt, Scherz, haben wir ja eben schon drüber. Nee. Genau. Das ist halt dann doch ein bisschen zeitintensiv letztendlich. Wird sich aber auch nicht viel ändern, wenn ich jetzt hier im Trier das Ganze mache. Würde. Klar. Und dann letztendlich die praktische Ausbildung. So eine Arbeit kann man nicht über abends kurz mal machen. Das ist halt wirklich eine Handwerkskunst und dafür werde ich dann mir dann auf Urlaub holen müssen und das Ganze dann im Vollzeit dann doch machen. Also diesen praktischen Teil. Genau. Aber du gehst trotzdem abends noch wie lange dann auf der Handwerkskammer? Hat das um 17:30 Uhr begonnen, unser Prüfen letztendlich, und war dann 20:45 Uhr, dann letztendlich um mit der letzten Unterrichtsstunde. Ah ja. Ja, dann schon, muss man auch als Arbeitgeber sagen, Fabian, so Leute, die das noch nebenbei machen, das sind ja dann schon die Engagierten. Ja, ja. Also, ich kenne auch nicht viele Stuckateure, die jetzt noch nebenbei irgendwie sowas machen. Die meisten gehen wirklich Vollzeit. Und sagen, ich gehe Vollzeit ein Jahr weg, klar, das ist halt, wie wir eben schon hatten, das ist ein riesen Kostenunterschied. Ja, klar. Den Ausfall. Na, ist okay. Gut. Ja, noch hat keiner eine Frage gestellt, von daher, ja, wir sind immer noch am Bewundern, wie du diese Leiste machst. Ne, Stuckprofil. Ne, wie hast du gesagt? Ja, Stuckleiste oder Stuckprofil. Das, ja, da wär's sag doch einfach so. Stuckprofilleiste. Nee, die wächst schon. Ja. Und dann ist das Tagwerk, also für uns, für heute, wenn du das fertig hast, dann das sind wir mal. Klar. Das sehe ich mal, wie weit... Die ist aber schon, guck mal da, jetzt ist sie noch weit. Ich guck mal, ich gehe mal so dazwischen, die Abstände sind noch da. Ja, schön. Das ist nicht dieselbe wie die hier. Doch, das ist die, wenn man sie
Genau, so umdreht. Ah, jetzt weiß ich auch, warum hier oben, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was ist denn da? Das wird hier der. Ah ja. Genau. Da fehlt noch ein bisschen, weil halt so flüssig ist, steht er nicht direkt so hoch. Das werde ich Schicht für Schicht aufbauen müssen. So, jetzt kommen wir zu dem nicht so schönen, schöne Frage im Handwerk, Fabian. Wie sieht er denn mit Nachwuchs insgesamt aus? Für jemand, der sich noch sagt, ich will erstmal Stuckateur-Geselle werden. Ja, ziemlich mau. Wie viele Bewerbungen kommen da nur so im Jahr? Mehr wie 50. Ich bin froh, wenn mal eine kommt. Ja, aber dieses Jahr haben wir jetzt eine bekommen. 1.8. fängt auch jemand nochmal in Ausbildung an. Und sonst, ja, ich sag mal, wir haben teilweise mal 5-6 Jahre gehabt, wo 0 reinkam. Und dann haben wir mal, wo 1-2 reinkommen. Also das ist wirklich ganz schön mau. Und ihr seid aber dann, ihr guckt trotzdem, kriegen wir was Vernünftiges, klar. Ja, ja, klar. Und dann muss man gucken, wie sie sich machen. Alle, die jetzt zuschauen, während der schon am 80. Mal dahin gesät. Vorhin hat er in 2 Stunden 4-mal gesät. Und jetzt, aber ich glaube, der will vor dunkel. Es ist egal. Nein, Scherz muss es sein. Ja. Wenn einer zuschaut, also der Fabian Kirschen sitzt ja mit mir im Verbandsgemeinderat. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht vorher gekannt haben. Und das ist wirklich ein feine Kerl. Und ich war jetzt schon 2-3 Mal bei dir hier auf, ich sag mal, im Betrieb und ihr habt glaube ich ein ganz gutes Betriebsklima, oder Julius? Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. So, und wenn irgendjemand zuschaut und überhaupt die Idee hat, so einen Beruf zu machen, also dann ist er bei euch nicht schlecht aufgehoben. Ich würde sogar sagen, der ist gut aufgehoben. Bewerbt euch, mit Fabian kann man sprechen. Wie alt bist du jetzt? 30. 30 Jahre, also quasi nur noch jung. Für die Politik ist er ja noch blutjung. Ja, vorher gestern ja nichts. Da kommen ja erstmal so Leute wie ich und die sowieso schon 15 Jahre in ihrem Stuhl kleben. Gell? Nee, du weißt ja, wie das ist. Ja. Firma Kirschen sucht noch Azubis. Und ja, ich glaube, alle deine, Geselle. In allen Handwerksberufen, liebe Leute oder junge Leute, die zuschauen, überlegt euch nicht, ob das Handwerk nicht doch etwas ist für euch. Ja. Das ist wirklich, ihr seht abends, was ihr gemacht habt. Und ihr seid in einem Team und ich glaube, also wenn ich das so sehe, dann ist natürlich ein harter Beruf. Ja. Aber du lernst auch was für dich zu Hause. Man kann auch was, ich sag mal, wenn man sowas kann, der Nächste, der daheim baut, der hat schon mal die ersten 5 Euro gespart. Ja, ja. Und ich sag mal, für Azubis zu gewinnen, da machen wir ja eigentlich auch viel. Wir gehen in die Schulen rein, wir machen bei Messen mit und so weiter. Aber es kommt einfach nichts mehr bei rum. Und ich wäre froh, es würde sich der eine oder andere noch mal melden, den Interesse am Beruf hat. Ich denke, ja, bei uns wird, auch wenn es ein harter Beruf ist, es macht aber trotzdem Spaß, im Team zu arbeiten. Genau. Und abends heimzukommen und einfach zu sagen, da hat mir jetzt Spaß gemacht, da haben wir heute erreicht. Oder der Kunde war zufrieden. Und ja, es wäre halt wirklich noch mal schön, wir hätten wieder paar Bewerbungen mehr bei uns. Und wie viel Frauen oder junge Damen bewerben sich, um Stuckateurhandwerk zu lernen? Wie viel hast du in der Berufsschule dabei? Ich muss sagen, damals in der Ausbildung hatte ich eine Dame und aus Zufall war in dem Vorjahr auch eine Dame. Ist aber eher selten. Also muss ich dann doch. Also das ist der Beruf und das hat jetzt nichts mit Gleichberechtigung und sonst was zu tun, sondern wo die Frauen sagen, das ist nicht so, habe ich jetzt so das Interesse dran. Das ist aber, ja, ich denke mal, das ist halt auch, weil es halt so hart ist, da Gipsen, da tun abends einem schon die Knochen weh. Und auch die ganzen Säcke, wenn ich den ganzen Tag 30 Kilo Säcke schleppen muss als Frau. Ja, aber wenn du die Frauen in der Pflege siehst, dann ist das ein Knochenjob. Das machen sie auch. Ja, also gibt es ja doch schon irgendwas, wo der eine oder andere mehr Vorlieben hat, weil er mehr macht. So wie Männer mittlerweile schon mal mehr in die Pflege gehen, aber das war auch eine Zeit lang nicht so. Ja. Da war es nicht selbstverständlich, dass im Krankenhaus mal jemand Pfleger gelernt hat, glaube ich. Ohne jemand zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, da gab es Zeiten, wo das eben nicht so üblich war. Und so ist es da und deswegen muss man mal dafür Werbung machen. Und dafür gefällt mir dann doch, dass man das heute Abend wirklich schnell im Gartenhaus gemacht hat. Weil ich, als ich zu dir gesagt habe, mach mal im Gartenhaus, hast du gesagt, weißt du was, komm doch einmal vorbei. Wir haben einen Meisterschüler, der zeigt doch mal so ein bisschen im Hintergrund, dass sich was bewegt, also was da der Beruf so ausmacht. Das finde ich jetzt wirklich gut. Ja. Ich gucke jetzt noch mal hier hin. Hab ein Azubi für 2035, sagt die Helena Grundhöfer. Hat den Vertrag schon unterschrieben. War schon unterschrieben? Helena, ja natürlich, Kevin, seine Frau, oder? Genau. Ah, schöne Grüße Normandern. Gell? Genau. Ja, manchmal muss auch der Sascha dreimal überlegen, aber ja, Michael Eigen ist mega gut, was da gemacht wird, aber
Kann man das als Normalverdiener noch bezahlen, solch ein Profil noch in Handarbeit herstellen zu lassen? Das hast du ja eben gesagt. Habe ich ja eben gesagt, ja. Das, also bei Neubauten, wenn man wirklich auf die Masse geht, dann wird das auch fertig gekauft. Klar, viele sagen auch, ich kann mir auch eine Styroporleiste oben reinkleben, aber das hat nicht die Optik von einer richtigen Stuckleiste. Okay. Nee, das hast du auch gesagt, gell? Ja. Also sag mal, Kirsche, wenn was ausgebessert wird, wenn Schäden ausgebessert werden, dann macht das nochmal Sinn, das von Hand zu machen. Ja. Ansonsten gibt es Leute, die haben richtig viel Geld, weil optisch natürlich sich unterscheidet, das habe ich eben verstanden, von was Gekauftem. Ja. Aber, und das haben wir ja eben auch rausgehört, glaube ich, hier lernst du die Fingerfertigkeit mit dem Material auch umzugehen, und wenn du sowas einzuschätzen weißt, glaube ich, wie trocknet, dann kriegst du nachher auch den du auf der Wand aufziehst, dann hast du ein Gefühl für das Material. Ja. Und du hast ja auch gesagt, da kommt viel mehr noch dazu. Du hast ja eben noch so Wappen irgendwo, hatte ich irgendwas genau gesehen. Ich hatte, war das auch aus Stuck? Genau, das war auch ja. Genau, nett. Ja, nur damit ihr mal seht, ich mache hier nicht nur Leisten. Und er hat ja die Profile eben gezeigt. Da ist ja, oder jetzt auch eine Säule. Und wenn jemand so eine Säule, oder wie viele Säule macht man denn in so einem Haus? Viele zu gießen. Muss ich gestehen, ist noch unten. Ja, zeiget mal. Hey, jawohl, wird gut gesehen, das ist ein Stuck. Und das würdest du jetzt auch in einem Haus so an die Wand machen zum Beispiel, oder? Genau, man kann, das ist so ein extra Silikonkautschuk, den kann man dann auch was drüber machen. Dann kann man quasi die Form davon holen, dann legt man das nochmal rum, dann lässt man das härten und dann kann man flüssige Gips halt nochmal reinmachen für solche Bilder halt dann zu gießen. Ja, die werden ja dann nur gegossen, da wird das so ein bisschen gerüttet, damit die Luftblase rausgeht. Ja, ja. Und einfach abtrocknen lassen. Ah ja, das ist also wie beim Konditor mit der Schokolade, macht ihr das quasi genau mit Stuck. Ja, so ist ja Handwerk eben. Raphael Michels, Servus, wer kennt den? Kenn ich den? Nee. Raphael Michels, Servus zurück. Ja, dann ist das saarländische. Das ist jetzt das saarländische Wappen. Mit dem, ich glaube, das ist das inoffizielle Innungszeichen oder das inoffizielle Stuckateursemblem, sagen wir mal so. Genau, das hier ist halt das Stuckateurszeichen. Da kriegt man dann, wenn man 50 Jahre Stuckateur war, kommt der Präsident von der Handwerkskammer und bringt einem so ein Ding in Gold, oder? Weiß ich schon nicht. Rudi Müller, das wäre doch was, wo wenn du Azubis suchst, dann müsst ihr das in Aussicht stellen, in purem Gold, und dann kommen die Azubis nur so geflogen. Wäre mal eine Idee. Was hältst du übrigens von meiner Forderung, die Busse für die Azubis und die Oberstufe kostenlos zu machen? Also Azubis im Handwerk etc., Industrie, egal wo. Das finde ich auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen, ich finde den ganzen Nahverkehr, den ganzen Bus, den jetzt wirklich hier in Lusch auch regelmäßig fährt, den wird meiner Meinung nach jetzt auch zu wenig angenommen. Weil, ja, wenn er ja schon fährt, dann und vorher wurde sich beschwert, damit der Bus nie regelmäßig fährt. Da wurde gesagt, oh, ich kann ja keinen Bus fahren, der kommt doch nie. Jetzt im Moment fährt halt ja ziemlich leer, also finde ich. Und dadurch wird dann eventuell mehr angenommen. Und es wird dann eventuell von den Schülern halt komplett angenommen. Und die gewöhnen sich ja auch an den Bus dran. Ja. Und wenn die Schüler dann nachher an den Bus gewohnt sind, dann sagen sie, okay, fährt doch Bus, warum fahre ich jetzt nicht mit dem Bus, dann brauche ich nicht mit dem Auto zu fahren. Wisst ihr, unter dem Aspekt habe ich noch nie gesehen, aber ja, okay. Wo musst du auf der Berufsschule? Ich war damals in Saarlouis auf der Berufsschule. Und wenn du hier in Irsch wohnst, wo gehst du dann auf die Berufsschule? Die Schule ist in Saarburg, als wenn man die Ausbildung macht als Stuckateur. Ja. Und die Handwerkskammer ist in Kempten. Ah, okay, klar. Ja. Aber dann ist halt, sag ich mal, von euch schon ein riesiges Vorteil, damit man halt nach Saarburg in die Berufsschule gehen kann. Von Irsch? Von Irsch. Ist in Neuhütte-Muhl, ist es wieder schwierig. Ja. Da kommst du vielleicht schon nach Trier, aber nach Saarburg wieder nicht. Das Problem haben wir bei Dilstein. Ich hole immer das Beispiel von dem jungen Mann aus Bonarath, der mit seinem Roller immer nach Saarburg in die Berufsschule fährt. Und jetzt wollen wir ja, dass die Berufsschulen dezentral sind. Ja. Da legen wir ja in der Politik viel Wert drauf. Aber dann muss ich auch sagen, da müsst ihr auch gucken, erstens, dass die Busse dahin fahren und zweitens, dass die für die Azubis kostenlos sind. Wie viel verdient man so im ersten Lehrjahr als Stuckateur, Lehrling? Was war das? 600 so viel? 600 und noch was. Ja. Ja, jetzt hättest du müssen direkt... Im zweiten Jahr, glaube ich, hat 800 so viel und im dritten Jahr sind es dann schon 1200 so viel. Das ist schon Steigerung. Ja. Das muss man. Das ist schon 1200.
Ja. Also die Azubis, die verdienen nicht schlecht. Okay. Wenn man mal mit anderen Handwerksberufen vergleicht. Ja. Nein. Ist ja auch absolut in Ordnung. Und ja, ich gucke nochmal drauf. Zu mir und meinen Kollegen und Kolleginnen. Husten sollte für Oberstufen-Azubis kostenlos sein, bin 100% dafür, sagt die Daniela Maximini. Wahre Worte mit der Pflege, Herr Kohlmann, Christiane Kirschen, also kannst du auch Sascha schreiben. Und dann, ja, der Holger. Ja, der Holger ist ja Berufsschullehrer, ja, aber nicht, war mein Lehrer. Aber nicht dein Lehrer. Ja. Macht er auch Stuck? Der ist ja gelernte Maurer. Ja, und dann, bei dem macht ihr Trockenbau? Nee, in der Berufsschule waren wir dann. Für die ganze Theorie. Ah, also Holger, gut ab, siehst du, ich dachte, ja, was der alles kann. Ja, dann, ja, jetzt, deiner ist noch nicht mehr dein Lehrer, also von daher können wir keine Punkte sammeln für den Holger Erchte. Naja, aber das Ding sieht schon, die Leiste sieht schon sehr gut aus. Wie lang ist so die längste Leiste, die man sich so anfertigt? Oder ist das so die Länge, die man so macht, oder? Wir hatten in der Meisterschule hatten wir teilweise welche gezogen, die waren, sag ich mal, 3,50 lang so rum. Aber das waren dann auch so groß, die waren so groß für wirklich groß in die Ecke rein. Und das war aber schon schwierig. Musste man wirklich mit 5, 6 Mann da sein. Da waren welche nur am Anrühren und da war einer nur mit der Schablone nach vorne gefahren, nach hinten, nach vorne gefahren. Aber da muss man schon überlegen, die werden irgendwann zu schwer. Und die sind halt auch schon prächtig. Und die müssen dann halt über Kopf an die Decke. Das heißt, in so eine Sache, wenn ab einer gewissen Größe, ist das schon wieder Teamarbeit. Das ja, alleine mit. Ja, ja, immer. Immer. Ja. Also für die Ecken, für an die Decke zu bringen und so weiter. Nachher, wenn die geschnitten werden, die werden auf 45 Grad, je nachdem, wie groß, welche Ecke man halt will, dann muss man halt die Ecke nochmal verfugen. An der Decke, über Kopf. Das ist nachher wieder, was man alleine machen kann, aber dafür brauchen wir auch viel Ruhe. Also viel Ruhe, ja, okay. Und Zeit. Ja. Wir wollen so gut wie möglich, ich als Laie, jetzt mal Frage stellen, um das so griffig wie möglich zu machen. Also deswegen nochmal an euch da draußen die Aufforderung, wenn ihr noch Fragen habt, den Fabian Kirschen und Julius kriegt ihr heute zumindest nicht mehr live. Und sonst haben die auch viel zu tun und jetzt darf man fragen. Also die machen das in ihrer Freizeit, so wie ich, und haben jetzt jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber das, guck mal, jetzt wieder schon ab. Jetzt machst du schon den richtig harte gibt es schon wieder ab von deiner. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen beeilen, dass das Ganze funktioniert, aber ansonsten... Haben wir dich zu lange aufgehalten? Naja, das ist gut. Wolltest du noch irgendwas sagen, weil du hast jetzt die ganze Zeit da hinten gearbeitet, während wir da mehr oder weniger... Prinzipiell eigentlich nicht so wirklich, also... Nee, ist okay. Bin ich im Moment... frei von Wünschen. Fabian, hast du noch irgendwas, wenn ich auf die Uhr gucke, was uns, wir gehen schon fast auf die Stunden zu. Oh, ja, gell? Wir gehen Zeit dann. Ja, das ist unglaublich. Als der Pastor bei mir im Gartenhäuschen war, wirklich, wir waren Stunde 15 und da waren wir auch fertig. Und dann sagt er, wunderbar, die halbe Stunde ist ja schnell rumgegangen. Glaube ich, so in der Richtung hat er irgendwas gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, genau, eine Stunde 15, boah, das ist verrückt. Und die Leute gucken uns dann so lang teilweise zu. Komm, ich guck mal gerade, wie viel Zuschauer mal an. 104 Meter und 27 Zentimeter ist der Rekord für so eine Leiste. Ja, das stimmt. Ja. Hätte ich dann doch die Frage mal an dich weitergeleitet und hätte vielleicht dein Meisterausbilder hätte dann gesagt, oh, guck mal, der Wester, hätte die Theorie ja. Noch mal ein paar Ehrepunkte gekriegt. Gut, wobei ich sagen muss, dazu gibt es ein Video auf YouTube, glaube ich auch. Das war die deutsche Stuckateursmannschaft, glaube ich. Das waren ein Haufen Leute, also man sieht es auf dem Video gar nicht selber, die wirklich teilweise in Speisbütten richtig Mengen angemacht haben mit mehreren Schablonen, ja, in Riesenkreise. Also es war letztendlich ein Kreis, der über 50 Meter groß war, wo sie dann theoretisch den Weltrekord dann rund gezogen hatten. War schon schön. Ich wollte gerade sagen, beim Bildschirm hätten wir, glaube ich, gar keinen Halt, die 100 Meter lang ist. Ich weiß nicht, dass der Kollege sagt, doch so ein Langhammer, aber die ist im Kreis. Ja, da passt das ja. Okay. Jetzt, alle die Zuschauer können sich jetzt mal einen Taschenrechner holen und sagen, 104 Meter und 27 Zentimeter, was dieser Kreis für einen Durchmesser hat. Da jetzt gehen die Formelbücher hatten wir früher, gell? Ja. Ja, genau. Jetzt wird Formelsammlung, jetzt wird die rausgeholt. Ja. Und das musst du jetzt zeitbar immer wegmachen, weil sonst kannst du das ganze Ding fortschmeißen, oder? Ja, das wäre noch nicht das Problem, es wird abgehen. Nur wenn der Gips hart wird an der Stelle,
an dem Profilblech. Ach so, ja. Dann würde ich mir theoretisch eine Strieme da reinziehen, weil dann dieser feste Gips an dem Profil auch meinen Stuckstab nachher formt. Ich gehe nochmal auf die Kamera, nochmal näher dran zoomen, damit ihr mal seht, wirklich, also das, ich glaube, das kann man erkennen, das ist total glatt. Ja, wenn man hier, das dürfte sogar im Scheinwerfer nicht gewisse spiegeln. Die obere Kante ist leider nicht ganz schön. Ja, aber die Leute, die uns jetzt zuschauen, das ist das erste Mal, dass ich während Sascha trifft auch noch Kameramann gemacht habe. Aber ja, die Firma Knauf, die jetzt da dauernd im Bild ist, die wird euch ja sicher auch dann mal eine Feier am Bier spendieren, denke ich. Also wenn jemand von der Firma Knauf zuguckt oder später, und deswegen YouTuber, gutes Stichwort, also alle die Filme kommen irgendwann im Laufe der Woche, meistens sogar am selben Abend noch zu YouTube, und dann kann man die noch fast schneller sehen, wie wenn man auf der Timeline von Facebook sucht. Und also Firma Knauf weiterleiten, der Knauf-Vertreter, der soll mal schön in sein Werbegeschenketrommel gucken. Das mache ich. Genau. So. Ja, jetzt haben wir die ein paar Mal genannt. Also wir kriegen kein Geld für die Werbung. Wir tun Werbung, Firmen immer nennen. Jetzt haben wir die Firma Kirschenstuck. Jetzt kenne ich darum. In Schillingen haben wir ja immer gehabt, der Maler Thais. Ah, der war ja Maler. Maler, ja. Den Maler. Aber die können auch so ein bisschen verputzen, die Maler, oder? Kein Kommentar. Okay, ich dachte, das wäre auch so ein bisschen Bestandteil. Ja, die machen mal so Beiputzarbeiten oder ja, so. Ja, genau, das machen die. Sag ich mal, wenn da mal ein Ecken beigeputzt werden muss, das machen Maler. Aber sag ich mal, so ganze Häuser verputzen oder so weiter, dafür haben die Maschinentechnik auch gar nicht. Ja. Wir haben ja diese Maschinentechnik, die wir brauchen. Da kommt ja ein Silo, da müssen wir ein Silomat dabei stellen. Da müssen wir ein Silomat mit der G4 heißt das. Die kann ich, die G4 mit dem Schneckemantel. Genau, verbinden. Und dann die G4, die kostet auch richtig Geld. Also normalerweise hat so ein Malerbetrieb die ganze Ausrüstung vom Stuckateur auch gar nicht vor Ort. Wenn mein Kollege Lothar jetzt zuguckt, der hat selbst mal, also er ist Verputzer oder Stuckateur, und der hatte immer die G4 dabei gehabt, wenn wir samstags morgens irgendwo waren, und dann dann habe ich dürfen die Sektor drauf schmeißen, gell, und wenn du dann bei draußen geregnet, dann hast du so Dinger drüber gemacht, und dann ist das scheiß Ding da, wissen Sie, die Mischung nicht hat, gell, die Konsistenz da, und dann hat er, dreh mal auf von hier und da, ja, ja. Das waren schon alles interessante Sachen, die G4, ja. so, gell, oben war so ein Zackending auf dem Gitter, genau. Siehst du, G4, ich schon die ganze Zeit, wie heißt das Ding? Aber du hast es gesagt. Genau, G4. Und dann gibt es noch die ZP3, die haben wir jetzt extra noch geholt für Lehmputz. Die Lehmputze sind dann erdfeucht. Da ist quasi wie so ein Betonmischer oben drauf. Und dann kommt der Lehmputz in so große Big Packs, erdfeucht. Dann muss man den mit der Schippe oben reinmachen. Dann läuft das wie so durch so einen Betonmischer durch. Dann zieht man nochmal eine extra Klappe auf, fällt das eine Etage tiefer, und da ist so eine extra Pumpe, wo man dann gepumpt wird. Also das ist halt noch ein größerer Teil. Aber das ist halt extra für Lehmputz zum Beispiel. Ja. Das, was mir jetzt einfällt, was man eigentlich machen müsste, müsste das Ding da, weil das ja jetzt weltberühmt ist, dadurch, dass das weltweit im World Wide Web war, müssten wir so 5 cm Stücke schneiden und müssten das irgendwie für 25 Euro verkaufen, und dann wäre sich nicht irgendeinen guten Zweck zukommen lassen. Also wenn einer Interesse hat an 5 cm für 25 Euro, schreibt das hin, wir bringen es persönlich vorbei, und die 25 Euro zahlen wir dahin, wo ihr wollt. Hätte man jetzt auch mal was für Spende gemacht, hä? Genau. Ja, ich meine, das ist die berühmteste, neben der 100 Meter Rundung, ist das die berühmteste. Also auf jeden Fall mein berühmtester. Du bist der berühmteste Meisterschüler, den sie jetzt haben bei der Handwerkskammer Saarbrücken. Ich hoffe jetzt nur, dass dein Ausbilder da nicht noch SPD-Mann ist, dann hast du vielleicht Nachteile jetzt dadurch. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich bin aber mir auch nicht sicher, ob ich den berühmteste bin. Ja, habt ihr noch berühmter? Die machen relativ viel für Werbung, also das muss ich schon lassen. Auch dann am Hauptbahnhof große Plakate versuchen, dann auch für Handwerk. In Saarbrücken? Ja, natürlich. Ja, natürlich in Saarbrücken. Fährt dann in Saarbrücken Bahn. Ja. Hör mal, da ist ja jemand, der nach Saarbrücken fährt. Ja, okay, ja, schön. Ja, das war jetzt gut. Das war jetzt schlagfertig. Also, machen nicht nur, also wirklich. Ja, siehst du? Kann heute nicht jeder Stuckateur, der muss doch schon schlagfertig sein. Wie ist der Altersdurchschnitt innerhalb der Firma Kirschenteam? Gut, Wendorf, Blau. Oh, Altersdurchschnitt. Da habt ihr gehört, vielleicht im Hintergrund Deutschland auch. Ich glaube, ihr seid doch relativ jung, oder? Ja, wir kriegen jetzt einen Azubi.
den ist 15. Dann kommt der Julius, glaube ich, genau. Mit 21. Dann komme ich mit 30. Dann den Steffen Mitte 30. Dann der Patrick. Also irgendwo um die 30, gell? Ja, 35, und dann, die meisten sind dann, sag ich mal, ab 40 aufwärts. Zwischen 40, 50. Ja. Jetzt kann man die Frage, Ruth Wendorf-Blau, wie soll man die Frage verstehen? Suchst du ein erfahrenes Unternehmen, was 50 Jahre jeder Berufserfahrung hat, oder willst du welche, die gut aussehen, wenn sie auf dem genau. Gerüst stehen? Ja, ich denk mal, es ist halt in so einem Betrieb, kommt nicht auf das Alter drauf an, es kommt, sag ich mal, drauf an, wie das Team ist. Also du brauchst, auf der einen Seite brauchst du Erfahrung, du brauchst Leute, die du auf der Baustelle schicken kannst, die genau wissen, was sie zu machen haben. Die haben ja auch, und dann brauchst du, sag ich mal, noch junge Leute, die, sag ich mal, in der Zukunft den Posten auch übernehmen können, aber auch, sag ich mal, die Zukunft gesichert ist und auch, sag ich mal, körperlich eventuell ein bisschen mehr schaffen können. Das finde ich aber auch gut, dass jemand wie du jetzt mit 30 sagt, doch, da gibt es Leute, die sind vielleicht 10, 15, 20 Jahre länger im Beruf, die haben einfach mehr Erfahrung wie jemand, der vielleicht nur 15 Jahre im Beruf ist. Selbst da sagt ihr doch, habt ihr den Respekt voneinander und sagt, jawohl, der hat die Erfahrung, das ist, ich glaube, Erfahrung kann man nicht nur mit Können. Natürlich ist das falsche Wort, aber ja. Die Erfahrung, ja, die sammelt sich mit der Zeit, sag ich mal. Auch wenn man jetzt Meister ist oder, sag ich mal, wie ich jetzt 15 Jahre dabei bin, die Erfahrung, die fehlt mir teilweise noch von den anderen, die wirklich teilweise schon 20, 30, 40 Jahre im Beruf drin sind. Ich sage dann mal ein Beispiel, warum ich das doch so sehe. Ich sehe das genauso wie du. Ich war in Mexiko vor 2 Jahren und habe da junge Leute ein bisschen geschult im Bereich Logistik. Ich bin ja bei Bilstein, wie du weißt, im logistischen Bereich. Und die Leute, die in Mexiko sind, die waren sehr wahrscheinlich von der Ausbildung her, die haben ja alle studiert oder so, waren die mir doch schon zumindest in Theorie in vielen Dingen, glaube ich, ich sag mal, wissensmäßig überlegen. Was denen aber dann in so Länder fehlt, also die jungen Leute, die sind heiß, das muss man schon sagen. Die wollen, also nicht optisch heiß, sondern die wollen einfach, ich sag mal, den Fuß in den Beruf, in die Industrie reinkriegen und wollen arbeiten. Die schaffen da 60 Stunden die Woche, die schaffen bei 6 Tagen Urlaub, alles das, was wir uns lange erkämpft haben, haben die da noch nicht. Aber die Leute machen das mit, weil sie arbeiten wollen. Was denen fehlt, ist Erfahrung. Ja. Und dann holen die Leute natürlich von uns dahin, um denen ein bisschen Erfahrung beizubringen. Und jetzt haben die natürlich nur ein Problem da in Mexiko, also die mir geschult haben, die sind alle schon nicht mehr da, die sind alle weg. Das heißt, die Arbeit war quasi zumindest für meinen Betrieb umsonst, gell? Weil dieses Hire and Fire haben die da wie in Amerika. Und das ist natürlich, deswegen sage ich, Erfahrung ist schon viel wert. Und da muss auch die deutsche Wirtschaft, deutsche Handwerk, deutsche Gewerbeindustrie aufpassen, dass man dieses Handwerk, dieses Know-how auch in unserer Region, in unserem Land lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist noch der Vorteil, den wir haben. Die Leute mit Erfahrung, die manchmal, guck mal, hey, das hättest du doch müssen jetzt sagen, tata. Nicht, dass es nachher bricht, während ich der Tata sage. Deswegen still und heimlich. Ja, aber das hätte man ja gehört. Ich meine, die Kamera guckt auf dich. Du bist der Mittelpunkt die ganze Zeit schon. Jetzt gehe ich nochmal zum dritten Mal, letzten Mal rum. Nochmal nah dran. Weil jetzt können wir sicher mal sehen, mit der Kante, die du eben gesagt hast. Ja, die ist leider Gottes hier nicht ganz so schön geworden. Muss ich leider zugeben. Das kann ich aber nicht so sehen. Das ist gut. Ich bin dann trotzdem offen und ehrlich und sage so, im Normalfall ist man auch ein bisschen schneller. Das war jetzt durch das Drehen und so weiter auch ein bisschen, natürlich, ein bisschen verzogen, aber das ist doch nicht schlimm. Soll ja heute jetzt auch nur. Aber ich muss dir mal Respekt aus, wie gesagt, dafür, dass ich hier hinkam heute Abend und eigentlich gar nicht wusste, dass man sowas so selber macht. Das da habe ich noch nie gesehen. Also ich habe schon viele Sendungen mit der Maus gesehen, habe das bei der Käserei Altfuchshof gesagt, Sendung mit der Maus. Da habe ich Sachen gesehen und jetzt haben wir diesmal bei meinem Handwerk, bei der Firma Kirschen in Irsch, und haben wir gesehen, dass man sowas selbst macht und wie man es selbst macht, und dafür erstmal dir vielen Dank dafür. Ich muss wirklich sagen, also da darfst du auch mal zumindest von mir einen kleinen Applaus kriegen. Immer gerne. Also, ist noch nichts Neues kommen. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Fabian. Ansonsten, was sagst du als Chef? Ist gut geworden, ja. wenn er das jetzt so gemacht hätte, auch wenn er nicht 1000% zufrieden ist, sondern nur 100%, würdest du sagen, da könnte man beim Kunde an die Wand hängen?
Ja, da ist eigentlich schon ganz gut geworden. Die Spitzen, die sind schön spitz geworden. Ja, gell. Da zieht man auch, das hat man eben in der Kamera gesehen, durch die Schatten. Ja. Da zieht man wirklich gut, da zieht richtig gut ab. Und jetzt klebst du das dann theoretisch an die Wand? Genau, genau. Wo man hin haben will. Wand, Decke oder in die Ecke rein. Ja, genau. Ich frage deswegen, er hat mir vorhin erklärt, aber ich habe ja. Jetzt klebst du, sagen wir mal, jetzt klebst du die Mitte von der Wand, weil du da so ein Stück Leist haben willst, wird die nochmal irgendwas dann nochmal drüber gemacht, gestrichen oder nochmal drüber geputzt oder so? Nee. Man kann sich streichen, ja, aber normalerweise geht man hin, ein Stück gibt es auch, der ziemlich weiß, da ist er schon weiß. Ja. Dann macht man das halt hin, schneidet wieder, wie ich eben gesagt habe, auf Gärung, wie man das Bild halt haben will, oder sag ich mal, um eine Tür als Rahmen. Und da bleibt dann so, da werden die Ecken verfugt. Ja, und meistens wird es halt nochmal einmal mit weißer Farbe gestrichen. Nur man muss halt gucken, damit die Farbe dann auch dementsprechend ist, damit das nicht zu dickflüssig ist, damit das halt wieder die Kanten wieder halt zumacht. Genau. Jetzt haben wir, da hast du schon auf Gärung geschnitten. Genau. Ich kann mal gerade einfach so hier auflegen. Ja. Und war gedacht, falls die Zeit. Ja, falls wir noch ein bisschen zu viel Zeit haben. Doch, die Leute draußen haben ja immer die Möglichkeit, wenn ich zu viel dumm rede oder sonst was abzuschalten oder wenn sie sagen, ich muss was essen gehen, trinken gehen, aber die können nochmal alle bei YouTube nochmal nachgucken. Im Übrigen nochmal der Aufruf, wenn ihr wollt, dass sowas noch ein bisschen gezeigt wird, teilt das bitte, wenn das im Nachgang das Video, das ist immer schön, das bringt mir ein bisschen Reichweite, da bin auch ich immer ehrlich, aber das bringt doch, guck mal, wir machen ja hier eigentlich es geht ja darum, auch zu zeigen, was so unsere Leistungsträger alles in der Lage sind und können. Und deswegen ist das immer schön, auch wertschätzend, wenn man sowas mal teilt. So, jetzt hast du drei Stück dahin gelegt. Genau. Das vierte wäre, gern noch hier nehmen, das vierte wäre letztendlich, würde ich jetzt hier raus noch schneiden, und das Ganze dann in dem Fall als Rahmen genau, montieren. Genau. Dann mit was klebst du das jetzt? Ich gebe eigentlich mehrere Möglichkeiten. Ich würde jetzt in dem Fall würde ich dann mit einer Spachtelmasse würde ich aufkleben. Ja. Das sollte bei so einem kleinen Profil sollte das ausreichend halten. Wenn jetzt wirklich größere, wie eben beschriebene Profile wären, würde man sie auch aufkleben, würde sie dann aber wahrscheinlich dann doch durchdübeln und das Ganze dann nochmal nachspachteln. Hast du ja vorhin gesagt, genau, auf die Ecke nochmal ein bisschen nachgehen, da das hundertprozentig ist. Die würde man dann auf jeden Fall nochmal. Ich habe meine Deckeleisten aus Holz, die habe ich dann selber gemacht, gell. Und dann nimmst du 90 Grad Winkel und dann machst du die oben nur fest und dann denkst du, warum ist da noch so Lücken drin? Ja, die Wand ist doch nicht so, das Zimmer ist nicht so eckig, wie du im ersten Moment aussieht. Und da fängst du auch an und dann zu friemeln. Und dann sagt der Kollege schon, ja, hättest du mich mal gefreut, ist der Schreiner Meister in dem Fall. Ja. Da kann man mit der Schmiech, kann man das schön auch in der Welt. Und da hat der mir mal so eine Ecke gezeigt, dann ist er, mach mal. Ja, danke für das Gespräch. Der war ja nur ein Raum, aber ja, das ist, was wir auch damit zeigen wollen, Handwerk, das ist schon etwas, das Erfahrung, Ausbildung ist das auch noch in dem Bereich. Ja, ich gucke noch mal da drauf. Ihr guckt, ja, unten steht diesmal ein Laptop da unten. Es ist nichts mehr gekommen. Dann würde ich eigentlich dem Fabian jetzt, dir das Vorschlusswort geben, dir das Schlusswort und ich wink dann nur noch und schalte dann aus. Ja, Vorschlusswort. Ja, was soll man sagen? Es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall, damit du hier bei uns besuchen kamst. Bin ich gern gekommen, wirklich vielen Dank auch wirklich dafür, dass ihr die Zeit geopfert habt. Gerne. Und wie gesagt, Azubis gerne gesucht, also gerne bewerben. Oder sag ich mal, wenn man in der Schule ist, kann man sich auch gerne schon mal 2 Jahre vorher bei mir melden, reinkommen, Praktikum machen, Betrieb kennenlernen. Und ja, das war halt noch. Also in der Ferien mal Praktikum, wie man kennt, oder genau, Schülerpraktikum. Genau. Schülerpraktikum oder Ferien mal reinkommen oder einfach mal abends reinkommen, mal die Mannschaft kennenlernen oder so. Dann nehmt ihr euch die Zeit, für junge Leute das näher zu bringen, auch gern mal jemand Weibliches. Kein Problem. Alles klar. Genau. Ich würde auch gerne einfach sagen, generell, die Leute sollen sich ein bisschen im Handwerk bewerben, sondern da versuchen das Ganze. Wir haben im Moment einen großen Fachkräftemangel, was das angeht, und der wird wahrscheinlich auch nicht besser im Moment. Deswegen gerne auch hier bewerben, gerne generell im Handwerk bewerben, wenn ein anderer Beruf ist, der einem Spaß macht. Wir sehen am Julius, was aus einem werden kann. Du bist es ja schon geworden, du fast. Sag du tschö, ich mach aus. Schönen Abend, auf Wiedersehen. Tschö. Tschüss. Ihr müsst noch ein bisschen winken, weil ich bin noch nicht ganz weg.
Dann reden wir noch ein bisschen.